Mitten am Tag halten wir inne. Zeit auszuatmen und einzuatmen. Wir schließen die Augen und machen eine Pause von dem, was wir sehen. Wir schließen die Augen und schauen auf Gott. Möge Gott uns alle Zeit führen. Möge Gott uns die Augen für seine Fürsorge öffnen. Herzlich willkommen zum Mittagsgebet in unserer evangelischen Kirche Ramsau am Dachstein, eine der ältesten Pfarrgemeinden, Toleranzgemeinden der Steiermark. Schön, dass ihr jetzt mit dabei seid und mitfeiert. Ja, wir feiern gemeinsam im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lese und bete aus Psalm 116, die Verse 1 bis 10. Das ist mir lieb, dass der Herr meine Stimme und mein Flehen hört. Denn er neigte sein Ohr zu mir. Darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. Stricke des Todes hatten mich umfangen. Des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen. Ich kam in Jammer und Not. Aber ich rief an den Namen des Herrn. Ach Herr, errette mich. Der Herr ist gnädig und gerecht, und unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Unmündigen. Wenn ich schwach bin, so hilft er mir. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Ich glaube, auch wenn ich sage, ich werde sehr geplagt. Amen. Ja, ich glaube, auch wenn ich sage, ich werde sehr geplagt. Liebe Mitfeiernde, genau das sind die Worte der heutigen Tageslosung. Sie tun mir persönlich gut, weil sie nichts beschönigen. Denn ja, es gibt tatsächlich vieles, was mir zusetzt. Da ist die Sorge um die Kinder, denen der Schulstart nur punktuell leicht gefallen ist. Da ist die Verantwortung für alles Handeln in unserer Pfarrgemeinde in der Pandemiesituation. Sie belastet. Da ist die Sorge um eine erkrankte Freundin. Belastende Situationen, wir alle kennen sie, sie sind uns nicht fremd. Wir alle fühlen uns mitunter geplagt, wohl nicht dauernd, aber doch immer wieder. Und dann lautet die Frage, wie damit umgehen? Der Betende aus Psalm 116 weist uns die Richtung, wenn er eingangs festhält, das ist mir lieb, dass der Herr meine Stimme und mein Flehen hört. Die Hinwendung zum lebendigen Gott, das Ausbreiten aller Sorgen vor ihm im Gebet, das hilft ihm, das gibt ihm Halt, sodass er zuletzt regelrecht trotzig untermauern kann, ich glaube, ich vertraue, auch wenn ich sage, ich werde sehr geplagt. Sich trotz aller Plage geborgen zu wissen beim lebendigen Gott, ist eine Erfahrung, die Martin Luther mit folgendem Satz zum Ausdruck gebracht hat, der mich sehr bewegt. Anfechtungen sind Umarmungen Gottes. Anfechtungen sind Umarmungen Gottes. Und genau das ist mein persönliches Gebet für uns alle.
dass die täglichen Anfechtungen uns immer mehr in die offenen Arme des dreieinigen Gottes führen. Amen. Weil Gott unser Gebet erhört und hört, beten wir voll Zuversicht. Gnädiger Gott, sei uns nah an jedem neuen Tag, den du uns schenkst. Gib uns die Kraft, uns allen Herausforderungen mit Zuversicht zu stellen. In Anfechtung lass uns deine offenen Arme nicht aus den Augen verlieren. Dir dürfen wir all unsere Sorge bringen, um unsere Familien, Freunde, Schul- und Arbeitskollegen und Kolleginnen. Du weißt um die vielen Nöte und Ängste, die gefangen nehmen. Lass uns füreinander zu Lichtträgern werden, die auf dein Mitgehen verweisen. In dieser verunsichernden Pandemiezeit bitten wir dich, stärke die Bereitschaft zur gegenseitigen Rücksichtnahme. Lass uns verantwortlich agieren und segne alle Bemühungen weltweit, den erschreckenden Folgen dieser Pandemie in guter Weise zu begegnen. Gerade die Verunsicherung unserer Tage zeigt uns, wie wenig wir letztlich in der Hand haben. Darum bitten wir dich um neue Demut vor dir. Und auch eine neue Besinnung darauf, zu achten, was du uns anvertraut hast. Lass uns bei dir geborgen sein, heute und alle Tage unseres Lebens. Amen. Und gemeinsam beten wir, wie uns unser Herr Jesus Christus zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, wo wir auch sind, wohin unsere Schritte uns heute auch führen. Wir wissen, wo unsere Mitte ist. Bei Gott, dem Vater, der uns geschaffen hat. Bei Gott, dem Sohn, Jesus, der uns begleitet. Bei Gott, dem Heiligen Geist, der uns tröstet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.